Hey Leute, ich begrüße euch bei einer Folge von Atlas. Neben mir steht Hondo, packt die Pistole weg, das ist uncool. So, nicht wundern, ich bin hier der halbnackte Typ. Hondo wollte noch schön aussehen. Wir sind nur zu zweit und haben uns einen Schoner gebaut. Wie man das auch nennen mag, ist glaube ich das dritte Schiff oder so. Mit Floß. Bin ich mir noch nicht sicher. Jedenfalls ist es für zwei Leute schon ein recht großes Schiff. Und heute soll der Stapellauf erfolgen. Aber das Problem ist, es ist hier ein bisschen flach. Hier ist ein Fisch. So flach ist es hier. Und ich habe in einigen Videos schon gesehen, dass Leute das Schiff zu Wasser gelassen haben. Und dann ist das Schiff kaputt gegangen. Vielleicht liegt das daran, passiert sowas, wenn das Wasser zu flach ist. Oder es ist ein Bug. Ne, aber jetzt befürchte ich, dass es vielleicht doch daran liegt, wenn das Wasser zu flach ist oder der Stapellauf ist erfolgreich und wir kommen nur nicht von der Stelle. Deswegen baue ich auch erstmal nicht weiter. Ja, die Planken sind alle drin, das Schiff ist dicht. Ein Segel haben wir, hier soll noch ein zweites hin, so ein anderes Segel. Das hier ist ein Speedsail, ein Medium Speedsail. Hier kommt noch, denn so will ich nicht so ein Handling Sail, sondern so ein White Sail oder wie das heißt, hinpacken. Keine Ahnung, wozu das gut ist. Falls jemand von den wenigen Zuschauern, die ich habe, Ahnung von sowas hat, kann er mir ja gern sagen, welche Segel auf dieses Schiff rauf sollten. So, ja, keine Ahnung, wie viel Segel jetzt noch hier hin sollen. Und dann wird auch hier oben fertig gemacht, aber wir wollen erstmal den Stapellauf hinter uns bringen. Und es ist warm, ich habe Durst, deswegen Hondo würde ich sagen, geh du mal hier ans Segel. Ich gehe mal hier, kann ich das von hier oben aus machen? Ach, da ist ein Alpha-Skorpion. Ich kotze ins Essen. Da können wir gleich Nashorn abstauben. So, kann ich das Ding hier. Ich kann das Ding von hier oben zu Wasser lassen. Hondo, soll ich das jetzt machen? Hondo. Tu es. Okay. Geht kaputt, Scheiße. Okay. Also wie gesagt, weil ich will das jetzt ausprobieren, zu Wasser lassen, um zu sehen, was passiert, bevor ich hier jetzt noch wieder Unmengen an Holz reinpacke, weil da unsere Nachbarn eine Boje gesetzt hatten, war hier Respawn blockiert. Hier ist nichts mehr gespawnt. Die Insel war absolut tot. Bis mir dann bei Twitter jemand gesagt hatte, das liegt an der Boje, dass da wohl 1000 Fuß oder sowas nichts mehr respawnt. Ich weiß auch nicht, ob das normal ist oder ob das ein Bug ist. Kann mir jemand auch sagen, wenn er das weiß. Aber falls jemand sich auch fragen sollte, warum nichts respawnt, dann soll er mal gucken, ob da in der Nähe irgendwo Bojen platziert wurden. So, Hondo, ready? Ei, ei, Release Captain. Ship! Oh mein Gott! Nein! Ja, Hondo, ich mache auch Fehler. Also Leute, baut. Ja, das wusste ich ja vorher nicht. Ich dachte mir so, wenn mir angezeigt wird, dass ich die Shipyard platzieren kann, dass das denn okay ist. Ne? Da haben wir den Salat, Hondo. Wenn das. Ja. Also wir kriegen ja alles an Ressourcen hier, weil wenn jetzt, wo es kaputt ist, wollen wir das nächste Mal auch eine Nummer kleiner bauen, damit wir damit besser klarkommen. Sieht zwar nicht so schön aus, aber eine Nummer kleiner. Ja. Ah, Skorpion, jetzt will der uns auch noch den Rest geben. Mistratte. Also, wir werden eine Nummer kleiner bauen und das geht ja auch, Hondo, das geht ja sogar schneller. Nur das Problem ist halt hier, dass auf dieser Insel wenig Eisen spawnt. Aber die normalen Steine, da kriegt man mittlerweile auch mehr Eisen her. Ja, dann müssen wir hier alle Steine. Dein Schoner wurde sunk. Ja, ich habe hier schon ein bisschen Deutsch. Konnten wir hier. Oh nein, hier sind die Ressourcen auch alle weg, ne? Vielleicht hätten wir noch ein paar Ressourcen einsammeln können. Wollen wir Also, die Werft oder willst du die Werft weiter ins Wasser einstellen? ja, Shipyard müssen wir auch neu bauen. Das kommt weiter ins Wasser. Also Locker, bereiten wir wir. uns jetzt ab. Die Sache ist ja, Wir schreiten es ab. wir müssen locker 50 Meter weiter ins Wasser. Ich wollte das hier abreißen. Also Leute,
Das ist jetzt auch bestätigt. Wenn ein Schiff beim Stapellauf zerstört wird, dann weil Ziebarsch. Achso, ich dachte schon. Sind zu schwer einmal. Ja, dann liegt es daran, weil Hondo zu schwer ist. Nein, weil das Wasser nicht tief genug ist. Guck mal, hier wird es langsam tiefer, aber hier ist auch noch nicht gut, Hondo. Wir müssen locker 50 Meter weiter ins Wasser. Aber hier wird es tiefer, noch ein bisschen dorthin. Wir müssen gucken, wie weit unser Claim-Gebiet ist. Ja, was für ein Fail. Können wir ja machen. Ist alles nicht so einfach, Leute. Also ein größeres Schiff wollen wir uns sowieso nicht bauen. Ich denke mal, wenn wir hier jetzt beim Floß sind, nochmal 50 Meter maximal weiter und dann... Das ist aber eigentlich okay an sich. Da ist aber auch schon unser Claim-Gebiet zu Ende. Da muss ich eine neue Fahne setzen. Ach nee, unser Claim geht bis nach da vorne. Weil ich da ja eine Fahne ins Wasser gepackt habe, zum Glück. Ja. Also, ich habe vielleicht auch einige Sachen beantwortet. Ne? Woran liegt es, wenn nichts mehr respawnt? Ne? Das ist denn wohl die Boje. Woran liegt das, wenn ein Schiff beim Stapellauf sofort zerstört wird? Dann ist das Wasser nicht tief genug. Ja. Ich pack die Ressource erstmal hier in den Werkraum zurück. Okay, weißt du, wie viel rausgekommen ist? Hab ich jetzt nicht gezählt, aber ein bisschen was. So viel, dass ich alles nicht tragen kann. Okay, ich hoffe, dass ich jetzt an Land komme mit dem Floß. Weil da der Alpha-Skorpion, der wird gerade von den Nashörnern rumgeschubst, aber die kriegen den wohl nicht tot, weil der musste ja nur ein, zwei Mal hitten. Wir brauchen nur ein, zwei Feuerpfeile und dann ist er tot. Ich fahr mal mit dem Floß ein bisschen näher an Land. Ja. Das war ein wunderschönes Erlebnis. Ja, ne? Leider, also wie gesagt, ich finde das so faszinierend, dass Befürchtungen öfter eintreffen als Hoffnungen. Na, Hondo, ist doch so, oder nicht? Ja. Befürchtungen, dass Befürchtungen sich bewahrheiten sind, oder dass sie wahr werden, sind, das ist realistischer, die Wahrscheinlichkeit ist größer als Hoffnung. Denn Hoffnung etwa immer zu... Dann lass uns das jetzt aber richtig machen. Zu viel verlangt? Die Wilden. Ich muss einfach nur sagen, was du wieder brauchst. Alles. Ja, das Floß habe ich repariert auch vorhin, ne? Also Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, tut mir leid. Aber ich habe euch ja ein bisschen den Schoner gezeigt, wie der bisher aussah. Weil das geht schon recht schnell. Das Problem sind halt beim Schoner oder auch bei den anderen Schiffen, die Planken brauchen. Das sind die einzigen Materialien, die mega viel Ressourcen beim Schiff verbrauchen. Planken, das ist die Hölle. Und vor allem, wenn du denn auch die Planken mit diesen Kanonenlöchern machen willst, dann brauchen die auch noch mehr Eisen. Und wenn du sowieso schon wenig Eisen hast, ist das traurig. Kann man nicht Planken in der Stadt kaufen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da brauchst du mehr als 200 Gold. So, also Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Es wird auch wieder dunkel. Und dann sehen wir uns vielleicht eines Tages wieder. So viele, also Atlas spiele ich zurzeit viel, aber es ist kein wirkliches Videoprojekt von mir oder Streamprojekt. Ne? Möge die Macht mit euch sein. Bis irgendwann. Ciao.